Hallo und herzlich willkommen bei CDU TV. Bei uns geht es heute um ein wichtiges Thema, das immer mehr Menschen betrifft. Bei uns geht es heute um das Thema Einsamkeit. Allein in Deutschland sind 14 Millionen Menschen davon betroffen, Tendenz steigend. Als Gesprächspartnerin haben wir Diana Kinnert hier, Unternehmerin und Publizistin. Und sie hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die neue Einsamkeit und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können. Hallo Diana und schön, dass du heute da bist. Hallo, danke, dass ich darf. Vorab, bevor wir richtig einsteigen, die Frage, gibt es denn einen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit? Es gibt einen sehr, sehr wichtigen Unterschied zwischen Einsamkeit und dem Gefühl von Alleine sein. Alleine sein ist ein Gefühl, das ich mir aussuche, das temporär begrenzt ist und das ich ganz dezidiert positiv bewerte. Einsamkeit ist eine Zeit, die auf jeden Fall defizitär ist, die aussichtslos ist, die ich mit Hoffnungslosigkeit verbinde, die gewissermaßen auch erzwungen ist, die ich auch assoziiere mit einer Art von Ausschluss, mit Demütigung, mit ich reiche nicht. Und Einsamkeit ist also ein Alleine-Sein, unter dem ich leide. Ich habe einen Anspruch an sozialem Austausch, sozialer Intimität, sozialer Verbindlichkeit und diesem Anspruch kann ich nicht gerecht werden. Und deswegen ist Einsamkeit natürlich nur die negative Lesform von Alleine-Sein. Was war denn der Anstoß für dich, dieses Buch zu schreiben oder dich auch generell mit dem Thema zu beschäftigen? Ich habe vor 6 Jahren die britische Abgeordnete Jo Cox in Großbritannien kennengelernt. Das ist ja eine Labour-Abgeordnete, die später von Rechtsextremisten ermordet worden ist. Und Jo Cox hat viel Sozial-, Jugend-, Familienpolitik gemacht und dort schon festgestellt, dass soziale Isolation als objektifizierbarer Zustand zu mentalen Problemen führen kann. Das heißt, sie hatte das Thema sehr früh entdeckt und in Großbritannien auch platziert und positioniert. Und daraufhin entstand schon vor 5, 6 Jahren in Großbritannien eine ganz große überfraktionelle und überparteiliche Bewegung für das Thema. Und da hatte ich mich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt und gemerkt, sämtliche Trends, die auf Großbritannien zutreffen, treffen auch auf Deutschland zu. Vor allem, wenn es um die Einsamkeit der Hochaltrigen, der Seniorinnen und Senioren geht. Und der demografische Wandel wird auch dazu führen, dass es ein wichtiges Zukunftsfeld in Deutschland sein wird. Betrifft es denn nur Senioren? Es betrifft im alten klassischen Sinne vornehm Seniorinnen und Senioren. Man denkt immer stereotypisch an die vereinsamte, alleinstehende, verwitwete Großmutter auf dem Land, die keinen Internetanschluss hat und die keinen mehr besucht. Statistiken sagen aber, dass sämtliche andere Generationen noch mal anders betroffen sind. Vor allem die 15- bis 40-Jährigen sind extrem von Einsamkeit betroffen. Und das war für mich ein großes Rätsel, weil ich Einsamkeit immer damit verbunden hatte, dass die anderen fehlen. Also die Abwesenheit der anderen. Und das wäre natürlich etwas, wo man bei Seniorinnen und Senioren sagt, okay, da braucht es soziale Teilhabe für Hochaltrige, da braucht es agile Infrastrukturen für Hochaltrige, wir brauchen Internet im Altersheim und solche Dinge. Und bei den Jungen ist es eigentlich ja so, dass sie erreichbarer sind denn je und vernetzter sind denn je und trotzdem sind sie sehr einsam. Und insofern gibt es sehr verschiedene Formen von Einsamkeit, die sich auf sämtliche Altersspektren auch erweitern. Mhm. Dein Buch heißt ja Die neue Einsamkeit. Was genau ist denn neu daran? Also zunächst einmal gibt es das Gefühl von Einsamkeit und das sieht man in der Kunstgeschichte schon seit Jahrtausenden von Jahren. Es ist auch ein ganz natürliches Gefühl in unserer Erfahrungswelt. Ich glaube aber schon, dass die steigenden Tendenzen, dass Abermillionen Menschen sich einsam fühlen und dass das zu sehr reellen, auch gesundheitlichen Konsequenzen führen kann, ein kollektiver Mangelzustand in dieser Gesellschaft ist, den man deswegen zumindest auch mal gesellschaftspolitisch reflektieren muss. Und ich glaube, das besonders Neue an dieser Form ist eben, dass es nicht nur Senioren betrifft, weil sie am Rande der Gesellschaft keine Infrastrukturen haben, um in der Mitte teilzunehmen, sondern dass es eine paradoxe Gemengelage vor allem bei den Jungen gibt. Eigentlich könnten sie in Kontakt sein mit anderen, aber scheinbar ist die Qualität ihres sozialen Austausches nicht so, dass sie wirklich sich fallen lassen können und vertrauen. Und insofern liegt da ein vielleicht sozialpsychologisches Problem vor. Du hast es eben schon angesprochen, es kann auch körperliche, auch psychische Auswirkungen haben. Was sind das denn für Auswirkungen? Es gibt sämtliche internationale Studien, auch Metastudien, die zusammengerechnet sind, die bereinigt sind. Da kommt heraus, dass Einsamkeit doppelt so krank macht wie Fettsucht, dass man es übersetzt in 15 Zigaretten pro Tag. Einsamkeit führt zu Demenz, zu Depressionen, zu Angstzuständen, zu Paranoia, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also nicht nur mentalen und psychischen Erkrankungen, sondern dezidiert auch physischen Erkrankungen. Und es gibt eine riesige Metastudie, die errechnet hat, dass Einsamkeit, dauerhafte Einsamkeit, unter der ich leide, dazu führt, dass meine Wahrscheinlichkeit für einen frühzeitigen Tod um 25% erhöht ist. Das sind so schon
Starke Fakten. Ich glaube, dass Einsamkeit, so sentimental dieser Begriff auch klingt, und deswegen hat man immer so das Gefühl, das ist eigentlich keine politische Agenda. Einsamkeit ist für mich der radikalste und folgenschwerste Trend dieser Zeit. Ich glaube, dass sämtliche Bedingungen unserer Gesellschaft, ob es eben Digitalität sind und andere Formen Vereinzelung begünstigen. Wir haben eine Wirtschaftsweise entwickelt, die Anpassung bis hin zur eigenen Unkenntlichbarmachung oder eben ein Kulturbegriff, der die Seniorinnen und Senioren ein Stück weit ausschließt, weil wir immer über Anti-Aging sprechen. Ich glaube, dass das sehr, sehr gefährlich ist und unsere Gesellschaft zersplittern lässt. Und am Ende ist das eben auch eine große Gefahr für die Demokratie. Du hast eben auch schon gesagt, auf den Punkt komme ich gleich nochmal, die Gefahr für die Demokratie, aber du hast eben schon gesagt, dass die Qualität der Kontakte durchaus anders ist. Wir sind jetzt alle stark vernetzt. Jeder hat irgendwie gefühlt minütlich sein Handy, Smartphone in der Hand, hat eigentlich unglaublich viele Möglichkeiten, Kontakte zu schließen. Also ich kann auf Instagram sein, ich kann auf Facebook sein, ich kann in sämtlichen sozialen Netzwerken Freunde treffen. Das passt ja eigentlich nicht zusammen mit Einsamkeit. Kannst du da vielleicht noch mal genauer darauf eingehen, worin dieser Verlust in der Qualität des Kontaktes besteht? Die Digitalisierung an sich ist ja erstmal eine technokratische Beschreibung. Wir bekommen einfach mehr technologische Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu sein. Vor allem für Seniorinnen und Senioren ist das ein Ausweg aus der Einsamkeit auch. Wenn ich mit Kindern, Enkelkindern, die weggezogen sind, skypen kann, wenn ich mit anderen Seniorinnen und Senioren, die nicht mehr mobil sind, die vielleicht auch ans Krankenbett gefesselt sind, in Kontakt sein kann, dann ist es was Schönes. Ich habe einen verwitweten Vater, der auch über soziale Medien irgendwie neue Freunde findet, der zu Aktivitäten kommt. Wir alle können mit unseren besten Freunden, die vielleicht noch in der Heimatstadt wohnen, während wir längst weggezogen sind, können in Kontakt bleiben. Insofern hat Digitalisierung viele Möglichkeiten zum sozialen Austausch. Ich glaube aber, dass wir bei vielen auch Zukunftsbewegungen die kulturelle Seite vernachlässigen. Und die Digitalisierung ist das eine, die Digitalität, nämlich was wirklich das qualitativ mit uns im Kultur- und Sozialleben macht, ist etwas anderes. Und gerade in vielen Studien und auch in persönlichen Interviews mit sehr jungen Menschen stellt man fest, dass diese ganzen Instagram-Scheinwelten, wo ein Luxus-Lifestyle propagiert wird, wo alle fitter, erfolgreicher, schöner sind als ich, dazu führt, dass die einzelne Person das Gefühl hat, da kann ich nicht mithalten. Alle sind schöner als ich, alle sind besser als ich. Ich muss mich und meine Marke verstecken, ich darf sie nicht zeigen. Ich kann mich einer anderen Person nicht zumuten, weil ich dort einfach nicht mithalten kann. Und das führt sehr selbstgewählt dazu, dass ich Kontakt scheue und wirkliche Intimität scheue. Und das, was ich dem anderen zur Verfügung stelle, vielleicht auch nur ein inszeniertes Bild von mir ist. Und das ist zum Beispiel eine Seite der Digitalität, die zum Beispiel dazu führt, dass Menschen sich eher in sich zurückziehen, als dass sie sich wirklich auf andere einlassen können. Und auf der anderen Seite natürlich, und das kennen wir über Fake News und andere soziale Netzwerke, sind es eben auch Netzwerke, wo ich sehr simultan in unterschiedlichen Chats sein kann. Und wenn ich irgendwo nur Widerspruch bekomme oder Konfrontation bekomme oder sich jemand mit mir streiten will, kann ich stummschalten, blockieren und abhauen und muss nie wieder was mit dieser Person zu tun haben. Und ich glaube, diese Möglichkeit in dieser Digitalität erzieht uns auch ein Stück weit von Demokratie weg, weil Demokratie ja ausmacht, dass wir streiten und Kompromisse aushandeln können. Wenn ich aber inzwischen gar nicht mehr auf einem sozialen Marktplatz meine Meinung verhandle, sondern nur noch in Telegram-Gruppen mit denen auseinandergesetzt bin, die sowieso schon meine Meinung teilen, dann glaube ich, verlernt man auch etwas Demokratisches. Und insofern hat die Digitalität auf jeden Fall auch gefährliche Seiten, zu denen man zumindest eine bewusste Haltung entwickeln muss. Wenn man da sagt, man sieht die Demokratie dadurch bedroht, was ist denn dein Ansatzpunkt, dieses Problem auch zu lösen oder zumindest dagegen anzukämpfen? Ich glaube, dass die Lösungen und Wege aus der Einsamkeit heraus sehr vielfältig sind und auf sehr, sehr verschiedenen Ebenen stattfinden müssen. Ich glaube zum Beispiel, dass ein Kulturbegriff, der explizit danach ausgerichtet ist, dass nur die Erwerbstätigen in unserer Gesellschaft was wert sind, beispielsweise die Menschen nach Renteneintritt ein Stück weit vernachlässigen. Das heißt, ich glaube, wir brauchen dezidiert einen neuen soziale Teilhabebegriff für Hochaltrige, dass Hochaltrige erwünscht sind bei uns, dass sie gewertschätzt werden. Ich glaube auch gerade für eine junge Generation, die abhängig ist, was den demografischen Wandel angeht, dass die Älteren mit ihnen gemeinsam abstimmen, zum Beispiel für Klimapolitik. Da
funktioniert es nicht, wenn ich die Älteren verschmähe als Umweltsünder oder Klimasäue, sondern da muss ich ein Angebot machen können. Und die Alten haben einfach einen Platz in unserer Gesellschaft verdient. Und ich glaube, das ist zumindest eine kulturelle Lösung, die wichtig ist. Wir haben ganz andere Probleme, zum Beispiel in vielen infrastrukturell schwächeren Regionen, wo sich die Kneipe nicht mehr lohnt, die Kirche nicht mehr lohnt, die Post nicht mehr lohnt, der Bus nicht mehr kommt. Da wundert es einen ja auch nicht, dass die Menschen nicht mehr sich auf dem Marktplatz treffen können und das Gefühl haben, wir gehören alle zusammen. Und Gemeinsinn und Gemeinwesen und Politik und Demokratie ist das, was uns eint. Sondern die Menschen werden durch diese verschlechterten Rahmenbedingungen begünstigt, dass sie sich in sich selbst zurückziehen. Dann zersplittern Gemeinschaften. Und ich glaube, das bringt auch eine neue Verführbarkeit für Populismus mit sich. Denn wenn dann Leute auf der Matte stehen, die sagen, keiner kümmert sich um dich, aber wir können gemeinsam kämpfen gegen diese Leute da oben so ungefähr, dann merkt man, dass es nicht wirklich um die Argumente geht, sondern dass die Menschen das Gefühl haben, da werde ich gesehen, da werde ich gebraucht und da mache ich gerne mit. Und ich glaube, dieses Themenfeld möchte ich eben nicht Populisten überlassen, sondern ich glaube, es ist auch vor allem Aufgabe der Volksparteien, Infrastrukturen zu erarbeiten, dass Gemeinsinn wieder stattfinden kann. Du sprichst es gerade selbst schon an, es ist auch Aufgabe der Volksparteien. Wo siehst denn du denn die CDU dabei? Also was könnte die CDU mehr machen, um das Thema Einsamkeit auch vielleicht mehr in den Fokus zu rücken? Die CDU ist eine Partei, die schon seit Jahrzehnten auch in Regierungsverantwortung ist, die dieses Land extrem geprägt hat. Aber die Bedingungen verändern sich. Und ich glaube, das muss die CDU sehr wachsam wissen und mitreformieren. Wir haben einen Gesundheitsbegriff, der auch noch eben sehr geprägt ist aus der Industrialisierung, also sehr viel auf physische Gesundheit guckt, sehr viel auf Herz-Kreislauf-Erkrankung guckt, sehr viel auf das gebrochene Bein guckt, aber weniger auf Burnout und Depression und auf Angstzustände und Einsamkeit. Und ich glaube ganz grundsätzlich, und die Erfahrung habe ich auch in Großbritannien gemacht, gerade diese Länder müssen in ihrer Gesundheitspolitik ein bisschen mehr auf mentale Gesundheit gucken. Ich glaube, das könnte ein großes Gewinnerthema auch für die CDU sein, weil das Bedürfnis in dieser Gesellschaft einfach da ist, vor allem auch bei den Jüngeren, weil diese Gesellschaft beschleunigter geworden ist, fragmentierter geworden ist, die Erwerbsbiografien viele Brüche haben, wir auch durch multikulturelle und andere Herausforderungen einfach sehr viele Dinge zu verarbeiten haben. Und das führt auch dazu, dass wir manchmal mental überfordert sind. Die Digitalisierung sowieso. Ich glaube, dass die CDU gut darin beraten ist, Subsidiarität, also eines ihrer Urprinzipien, sehr ernst zu nehmen, dass man eben Nachbarschaften stärkt, Nachbarschaftsgenossenschaften stärkt, Mehrgenerationenhäuser stärkt, die Innenstädte in der Quartierspolitik nach sozialem Raum auch wieder ausmisst. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich glaube, dass sehr wichtig ist, dass man vor allem für die ältere Generation agile Infrastrukturen bereitstellt, also dass man denen Möglichkeiten gibt, mit anderen in Verbindung zu sein. Und das ist für mich fast der wichtigste Themenpunkt, ich merke, dass eine junge Generation vor allem deswegen sich auch bei sich in sich zurückzieht und kontaktscheuer geworden ist und sich nicht wirklich auf andere Verbindlichkeiten einlässt, weil sie das aus der Wirtschaft so kennt. Und ich denke, dass die soziale Marktwirtschaft vor einigen Jahrzehnten noch viel besser funktioniert hat als heute. Da gab es Betriebsräte, da gab es Gewerkschaften, da gab es eine Tarifautonomie, wo das alles noch gut funktioniert hat. Heute haben wir zum Beispiel durch digitale Jobs ganz neue Herausforderungen. Wir wissen unsere Grenzen noch nicht so richtig. Muss ich nachts die E-Mails checken, wenn der Chef das will oder nicht? Und ich glaube, diese Arbeitsbedingungen muss man neu verhandeln. Und ich glaube, dass vor allem die bürgerlichen Kräfte und deswegen auch die CDU gucken muss, dass wir die Vertrauensverhältnisse innerhalb der Unternehmen stärken. Also, dass wir Partizipationsverfahren und auch Verhandlungsmodelle etablieren und stärken, die dazu führen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf Augenhöhe vertrauensvoll miteinander sprechen. Und ich glaube nicht, dass das eine linke Position ist. Ich glaube, wenn wir das eben nicht machen, dann gewinnen Linkspopulisten von außen, die jeden Tag nach einem neuen Mindestlohn schreien. Und weil ich nicht möchte, dass Arbeitnehmer sich auf soziale Kräfte von außen verlassen müssen, sondern weil ich möchte, dass sie die faire Chance haben, innerhalb der Unternehmen für ihre Rechte zu kämpfen, glaube ich, dass vor allem diese christlich-soziale Seite der CDU das begünstigen muss und stärken muss. Nun ist es so, man hat das Gefühl, in dem letzten Jahr, wo Corona aufgekommen ist, ist das Thema Einsamkeit irgendwie in den Fokus gerückt. Aber eigentlich gibt es, wie du auch schon gesagt hast, viel, viel länger. Und man hat auch so ein bisschen Angst, wenn Corona dann irgendwann jetzt hoffentlich vorbei sein sollte, dass das Thema auch wieder in den Hintergrund rückt, weil die Menschen wieder raus können, junge wie alte, weil man sich wieder mit anderen Menschen außer der Familie treffen kann. Glaubst du, dass Corona ein Katalysator für das Thema war? Und wie würdest du oder könntest du dir vorstellen, dass das Thema auch längerfristig noch sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik in den Gedanken bleibt? Die Angst ist berechtigt, dass das Thema nur jetzt schnell, wo wir per Kontaktbeschränkung sowieso ein bisschen auf das Thema achten, dass es nur deswegen en vogue ist.
Ich hoffe, dass es ein Katalysator für das Thema mentale Gesundheit generell ist und dass wir eben auch anders oder genauso wie andere Länder auch das Thema sehr nachhaltig auch mit in die Agenda aufnehmen. Es geht um Vereinzelung, es geht um Zersplitterung der Gesellschaft, es geht um wachsende Spaltung, es geht darum, dass sich viele Menschen, die Verlierer der Moderne sind, nicht mehr gesehen fühlen und ausgeschlossen fühlen. Und das sind Themen, die waren lange vor Corona da und die werden auch lange nach Corona noch eine Rolle spielen. Und wir sehen beispielsweise daran, dass es in Großbritannien ein Ministerium dafür gibt, dass es in den Niederlanden eigentlich Stabsstellen dafür gibt, dass Japan jetzt vor einigen Wochen erst einen neuen Minister gegen Einsamkeit eingerufen hat, dass das eigentlich ein Thema ist, das nichts mit Pandemie zu tun hat, sondern dass es einfach eine sehr wichtige Priorität in einer modernen, zersplitterten Gesellschaft ist. Du bist ja schon aus beruflichen Gründen auch sehr viel unterwegs, also auch vor Corona, jetzt vielleicht ein bisschen weniger gerade. Welche Konsequenzen hast du denn für dich daraus gezogen, nachdem du dich auch mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt hast? Ich habe sehr viele persönliche Bezüge zum Thema gemerkt. Am Anfang nicht, weil ich eben dachte, cool, das ist ein Zukunftsfeld, das was mit Seniorinnen und Senioren zu tun hat. Das gibt es in Deutschland noch nicht so richtig. Ich will mich aus ganz vernunftsbasierten Gründen damit beschäftigen, weil ich glaube, dass es ein Angebot sein kann an die Bevölkerung. Und vor allem, als ich die Statistiken gelesen habe, dass es eine junge Generation betrifft, die von Praktikum zu Praktikum hetzt, von befristeten Job zu befristeten Job, die sehr mobil ist, die ständig in den Hauptstädten und Großstädten in irgendwelchen WGs lebt und nach ein paar Monaten wieder umziehen muss, dass da eine andere Art von Fluktuation und von Unverbindlichkeit herrscht, die ich aus meinem Leben eben sehr gut kenne. Ich war eben auch viel auf Reisen, ich habe sehr viel in unterschiedlichen Projekten gearbeitet und gemerkt, dass das eine Zeit war, in der ich natürlich irgendwie vital war und irgendwie mit einer Neugierde von der Neugierde getriggert war, aber dass ich dann die Bezüge verliere. Und ich habe mit vielen Medizinern darüber gesprochen, dass ich glaube, der Mensch ist ein ultrasoziales Säugetier und wenn er nicht mit anderen Menschen verdrahtet ist und auf andere Menschen reagieren kann, dann verkümmert er und genauso reagiert er auf Bezüge. Und ich glaube, auch das hat mich nochmal darin bestärkt, was die CDU und auch das Konservative in mir auslöst. Es ist der Wunsch nach Vertrauen, nach Orientierung, nach Stabilität, nach Verlässlichkeit. Und ich glaube, dass das den Menschen erdet und ihm Sicherheit gibt. Und erst wenn der Mensch sich dann sicher fühlt, kann er eben aus sich rauskommen. Wenn er die ganze Zeit im Veränderungsmodus ist, wenn er die ganze Zeit unter Angriff steht, dann kann er sich nicht entspannen, dann kann er auch nicht seine Entfaltungspotenziale ausschöpfen. Und deswegen glaube ich, dass Bezüge zu haben und vor allem eben auch soziale Bezüge zu haben, insgesamt etwas damit zu tun hat, ob ich immer nur agil, anpassungsfähig, flexibel, disruptiv und innovativ bin, also Werte, die wir eigentlich mit Wachstum auch verbinden. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir vor lauter Ego, Individualisierung und auch einer ökonomischen Durchdringung unseres Soziallebens manchmal nicht auch den Menschen vergessen. Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. Wir sollten den Menschen nicht vergessen. Liebe Diana, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen Einblick in das Thema Einsamkeit gegeben hast, auch in dein neues Buch. Ich hoffe, dass wir daraus vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, vielleicht auch eine schöne Themenwoche mal hinkriegen zum Thema Einsamkeit und dass es vielleicht auch Einfluss und einen Weg in die nächsten Monate bei uns in die Arbeit findet. Das wünsche ich mir ganz genauso. Vielen Dank. Danke.